Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu My Time at Portia. Heute mit ja Teil 2 des großen Kampfkunstturniers oder was das war. Wir hatten ja die erste Runde haben wir gewonnen. Das war ja aber nicht wirklich schwierig. Da ging es gegen die Miss Martha. Die Arme, ja, die haben wir sauber weggebügelt. Heute genau das Kampfkunstturnier. In 2 Stunden ist soweit. So, die blöde. Zack, Stirnlampe weg damit. Und die Bonnie hat geschrieben, denk dran, nimm was Gutes zum Essen mit. Das bringt was für Kampf und so weiter. Ich glaube, wir brauchen es wahrscheinlich gar nicht, aber... Moment. Kritische Trefferchance plus 15%. Ja, achso, das haben wir dabei. Stimmt, das haben wir dabei. Alles klar, Moment. Ich bin schon wieder verpeilt. Alles gut. So. Ach ja, genau, die Baumfarm haben wir auch wieder gerettet. Auf Bauplan warten, das ist okay. Da ist Post. Wer schreibt uns denn? Vom Forschungszentrum, danke für die Datendisks. Wir haben Bauplan zur Montage, Wasserrad, Wassermotor und Wasserlager angehängt. Ach, das ist für die Baumfarm. Genau, du brauchst einen Ofen, eine Schneidemaschine, einen Arbeitstisch für die Wartung von Eisen. Verfügst du nicht darüber? Was? Aber wir haben das doch alles. Rede mit Albert, falls du besseren Arbeitstisch benötigst. Dann haben wir übrigens die Forschung für den Blaupern eines einfachen Ofens abgeschlossen. Aha, eine kleine Aufmerksamkeit. Super, aber den kennen wir doch schon. Old MacDonald, vielen Dank nochmal. Jetzt kann ich für Mietservice für Reittiere anbieten. Wenn du ein Reittier möchtest, komm auf meinen Hof. Reserviere eins, ich habe faire Preise. Danke, tschüss. Cool. Nicht schlecht. Straßenlaternen brauchen wir. Ja, da war das Problem. Das Bronzerohr war das Problem. So, Straßenlaternen. Hier, 2 Stück. 2, fertigen, zack. Alles dabei. Ist das auch erledigt? Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die Dinge aufstelle. Irgendwo in der Stadt. Die Frage ist, wo? Hallo, jetzt ist doch dann gleich Turnier hier. Was machst du denn da? Wo stellen wir die Straßen? Also irgendwo da oben. Nein, das ist doch ewig weit weg. Irgendwo da oben. Da nicht. Hier, genau, da ist eine. Einmal. Zack. Und das andere ist irgendwo da hinten, glaube ich. Hier, genau, da war auch eine. Zack. Jawohl, also das ist erledigt. Ja, ich bin schon unterwegs zum Kampfkunstturnier. Noch schauen, sind hier irgendwelche lustigen Kisten? Ich sehe keine. Diese Truhen, die man einstecken kann, hüpf. Tschüss, jawohl, okay. Die sind noch nicht fertig mit der Forschung, nein. Antoine ist bestimmt auch schon wieder hier unten, ne? Hallo, da bin ich wieder. Da ist er doch. Grüß Gott. Nice work. This is your payment. Jawohl, hier mit der Bezahlung. Dankeschön. So, hallo. The missing dog? Ich bin da. No, I'm sorry. I haven't seen anything. Ach, der hat da nichts gesehen. Achso, da hieß es, ich soll den Arlo mal fragen. Der Arlo. Da ist er. Arlo, ich habe ihn gerade gesucht. Arlo? I think I heard barking when I was patrolling the collapsed wasteland. I went looking, but I didn't find anything. Maybe you can go take a second look. Ah ja, in den Wastelands, okay. So, wer gewinnt heute? Der Haube gewinnt. Und da gewinnt Erwa. Ja. Haben wir alles gemacht, ne? Ja, haben wir schon. Kein Problem. 9:30 Uhr, geht übel. Okay, was haben wir hier noch? Higgins, mit dir mache ich nichts. Du kriegst von mir gar nichts. Nix kriegst du von mir. Achso, Moment, es sind ja noch ein paar Leute da, genau. Wo sind die Emily eigentlich? Ah, verdammt, es geht schon wieder los, nein. Nee, ich will da hin, ich will kloppen. Wieso ist die Emily nicht da? Die sieht meinen grandiosen Sieg nicht. Hey Remington, wir zwei. Ha. Hey, I'm glad you were able to make the tree fall. Ja, ich bin auch froh. Los, wir müssen da rein. Wo ist die Emily, Mensch? Ja, ich bin doch schon da hier, hallo. Ich weiß gar nicht, was das Spiel hat. Ich bin doch genau hier. Ich will hier mitkloppen jetzt. Auf geht's. So, jetzt schnell das Ding essen.
So, jetzt habe ich den Buff, genau. Hoffentlich geht's bald los. Der Buff ist gleich weg. Oder? Wie lange hält der? Ja. Keine Ahnung. Was ist das hier? Verteidigung erhöht. Gute Idee. Noch schnell skillen, genau. Los, sofort anfangen. Jawohl, eins und zack. Zack, bam, bam. Und Roundhouse Kick. Hey, der ist abgehauen. Der hat den Platz verlassen. Zack, jawohl. Zack. Und Dübel. Chuck Norris, ne? Der ist Level 28, okay. Der ist kaputt, der kann nix. Ja, mei. Ja, mei. Nicht gegen den anderen, gegen den Bären hätte ich wohl auch kämpfen können, oder? So wurde mir zumindest geschrieben. Das ist natürlich dann bitter, wenn du gegen so einen Riesen kämpfen musst. Das ist dann schon heftig. So, jetzt komm. Es wird langweilig. Remington, komm, wir bügeln dich weg. Ja, das... Oh, da habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Ja, der hat so eine komische Fußkombo hat der da, ne? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Mhm. Einfach nur auf Timing, ne? Das ist alles. Zack und zack. Und zack und zack. Und ausweichen. Ja. Komm, ich hau euch da durchs Geländer, verstehst? Boom. Na also. Klarer Fall. Achso, das ist jetzt... Ah, das war's schon. Ja, stimmt. Best of three. Ja, genau. Hast du das gesehen, Arlo? Hey. War nicht schlecht, gell? Ich weiß. Bye. Tschüss. Und wieso hattest du die Emily meinen tollen Kampf nicht gesehen? Wahrscheinlich steht sie nicht auf sinnlose Gewalt. Naja. Ja. Higgins, vergiss es. Nö, die Emily ist nicht da. Na gut. Kann ich nicht ändern. Ist halt so. Ja, dann nutze ich die Zeit und gehe mal in die Wastelands, hätte ich gesagt, ne? Wobei, das ist wahrscheinlich verdammt eng. Die Zeit wird nicht reichen, ne. Oder ein bisschen zumindest. Ein kleines bisschen. Da oben ist ja schon das Portal. Komm. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Und finden den lustigen Hund. Jetzt schnell. Wir haben doch keine Zeit. Be careful. Ja, ich bin immer careful. Jetzt, wo ist der Hund? Wo ist der... Ist das eine Kiste da oben? Naja. Da runtergefallen ist er nicht. Schnell mein Zauberschwert ausrüsten. Ah, da hinten ist wieder so ein komisches Vieh, ne? Genau. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Da nicht. Nirgendwo ist der Hund. Hey, Schluppi. Hüpf. Da ist der Hund nicht. Hüpf. Da sind auch nochmal jede Menge Schlurpis da hinten. Ja, habe ich schon gesehen. Ah, verdammt. Ich habe mich wahrscheinlich viel zu weit schon entfernt. Das hätte ich nie machen dürfen. Ja, das war daneben. Geschlurpt. Mein Freund. Sauber daneben geschlurpt. Boah, Leute, hier. Geht ja gar nicht. Ja, überall die Drecksviecher. Schau mal hier. Was ist denn hier los? Glaube ich ja gar nicht. Hallo. Nee, keine Chance. Ich finde den Hund nicht. Okay, ich glaube, ich muss also langsam zurück. Sonst wird es nichts. Ja, komm jetzt. Hopp. Schnell zurück. Ich glaube, ich nehme nur die romantische Abkürzung. Hüpf. Spring da einfach runter. Hüpf. Hüpf.
Ja, komm, ich spring da einfach hier. Hey. Tut ja nicht weh. Gott sei Dank. So, mitnehmen. Pflanzenfasern, nicht dann. Ach, hier oben sind auch diese komischen Teile hier. Schau mal. Wusste ich gar nicht, dass die hier oben auch sind. Hm. Also ich sehe schon, ich muss da ein bisschen weiträumiger suchen, um den Hund zu finden. Aber gut, bin dann rechtzeitig da hier. Na komm, da bin ich wieder, hallo. Ist schon Finale jetzt, oder nicht? Ah, er war hat gewonnen. Ja, wer hätte gedacht, ne, habe ja fast gewusst. Der hat irgendwie Level 30 oder sowas, ne? Hey. Ah, Emily, großes Finale. Hallo, ich bin auch da. Schau mal. Die sind nicht cute, verstehst? Die sind böse. Was habe ich für dich? Nix eigentlich, gell? Das muss ich selber essen. Aber wobei, weißt du was, du kriegst den hier. Oh, vielen Dank. Der Gedanke zählt. Okay, den magst du nicht. Sowas Blödes. Hätte ich ihn doch lieber selber essen sollen. Jetzt geht sie gleich, ne? Großes Finale. Finale. Was haben wir da? Gesundheit. Verteidigung. Ja, essen wir den? Ah, nee, nee, brauchen wir nicht. Stellt aus, da wieder her. Nee, brauchen wir auch nicht. 3 GP, 30 Sekunden. Nee, 6 Sekunden ist ja gar nichts. Der heilt ja nur ein bisschen. Ach, wir dübeln den Bub auch so weg. Da brauche ich nichts. Da brauche ich gar kein nichts. Also ohne Schwert. Mit Schwert ist ein bisschen unfair, gell? Das machen wir ohne. Jetzt, ja, wo ist er? Wo ist er? Da. Da, schauen wir. Den polieren wir jetzt weg, den Michel. Erwa. Du wirst uns nicht aufhalten. Du wirst uns nicht aufhalten, mein Freund. Keine Chance. Aber gleich gar keine Chance. Also, ich glaube, das dauert eine halbe Stunde, oder? Bis es hier losgeht. 5 Minuten noch? 4? 3? Ja, das ist wirklich eine halbe Stunde. Okay, jetzt komm her. Haha. Zack, zack, zack. Jo, mei, jo, mei. Und zack. Und ausweichen. Und dübel, dübel. Hm, mei. Ach, 23 hat er. Stimmt. Ich habe wie über 30. Kann gar nicht sein. Zack und zack und zack und zack und zack. Ja, aus kritischen Schaden. Aua, machen wir heute nicht, oder was? Na, beim Remington haben wir mehr kritischen Schaden gemacht. Zack. Boom. Okay, das ist jetzt Best of 5. Heißt, ich muss 3 Runden gewinnen. Naja, das war schon mal die erste. Das war einfach. Das war einfach. Hüpf, hüpf, hüpf. Los, los, anfangen. Das Publikum geht schon, ist schlecht unterhalten hier. Doch recht einseitig der Kampf. Na komm jetzt, hopp, 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 hopp. Der Kampf-Hobby. Genau, wir warten mal, bis er kommt. Wir stellen uns so hin. Mal schauen, ob er da angreift. Er greift tatsächlich an. Ja, ja. Obwohl wir mit dem Rücken zu ihm stehen. Sehr unfair, der Kollege. Jawohl, endlich mal einen kritischen. Nochmal. 2 Stück. Nochmal ein. Jawohl, der hat gescheppert. Na, jetzt haben wir es drauf. So. Jetzt geht was. Ach komm, der tut einem ja richtig leid. Das ist eine Oma, Leute. Ne? Das ist echt eine Oma. Gib auf, lass es gut sein, das bringt doch alles nichts. Du tust dir doch nur weh. Ne? Du kriegst nur Haue. Du kriegst echt nur Haue, das, ne, ist übrig. Hier seht ihr schon mal den Gewinner. Der Kampf-Haubi. Mit seiner flotten Frisur. Tja. Ne, 1 und 2, genau. So schauen sie aus. Huch. Oh. Schwierig. Netter Versuch. Tja, netter Versuch. Ui, 127. Zack. Ah, es geht auf Zeit oben. In der Mitte sieht man auch noch so einen Timer mitlaufen. Tja. Das ist unser letzter Kampf. Jawohl.
Und da haben wir es gewonnen. Sehr schön. Nachdem er dreimal auf die Mütze gekriegt hat, applaudiert er jetzt auch noch. Yeah. Ich war's. Ich hab gewonnen. Hurra. Hello. Hello. I'm glad the pen bat in. Ja, ja, das ist schon recht. See you. Glückwunsch, ja, danke. Da freut sich selbst die Martha. Mhm. Der Kampf-Hobby. Ah, der hat Blatt gemacht. Da ist unser Schätzelein. Hey. Mensch, Emily. Da guckst du, ne, hättest du nicht gedacht. Luckily for us, Duck Pond seems to be fine. Ja, das kennen wir. Oh, was kommt auf Dingen? Sag schon an. Kam das nicht letztens noch auf Englisch oder täusche ich mich da? Ja, was denn, ey? Was ist jetzt mit der Siegerehrung und so? Gibt's nicht, oder was? Nein, nicht du, hier. Oh, der Kampf-Hobby. Ach, verdammt, ich hab vergessen zu setzen, ich Idiot. Nein, oh. Ich hab vergessen zu setzen. Das kann wieder nur mir passieren. Was ist das? Nein, hier ist meine Belohnung. Was? Nur 16 Stück? Echt? Das ist ja echt spartanisch. Die tausche ich ein gegen... Oh je, gegen nichts. Gegen nichts? Was ist denn das? Kriegstrommel? Nein, ich habe schon eine Trommel. Was ist das hier? Holzhocker? Nee, will ich auch nicht. Ein Stuhl. Ein Holzschrank. Hier sind wieder die Geistermarken, ja. Was ist das hier? Eine Flagge, oh. Oh, da hätte ich aber 25 gebraucht. Mist. Das wäre cool gewesen, aber na, da reicht das halt nicht, ne? Ach Gott. Mensch, da habe ich ja Geburtstag hier. Schau mal, ich habe ja bald Geburtstag. Hier ist wieder. Geisterstunde haben wir auch. Sehr schön. Aha. Ah, mein Geburtstag. Ja, so ein Glück. Ja, sind wir jetzt hier fertig, oder? Wie war's das jetzt? Ja gut, dann gehe ich wieder. Also, pfiat euch. Servus. Ganz schön lahme Veranstaltung hier, ne? Stehen da und applaudieren. Wem auch immer. Denn der Sieger ist schon lange weg. Na gut. Ja, wir haben noch was vor. Wir müssen noch den Aufzug reparieren und die Baumschule retten und ach Gott. Ah, ist wieder ein anstrengender Tag, ich merke schon. Es ist immer alles so furchtbar anstrengend bei uns. Uns liegt das auch schon wieder aus. Moment. Zack, genau. Müssen wir gleich mal die Lampe aufsetzen hier. So. Adholzdiele. Alles klar. Also, alles sortieren. Zack und weg damit. Okay, so, dann brauchen wir mit der Motor, den tun wir in die, keine Ahnung, Kiste rein. Wo tun wir denn das rein, den Motor? Tja. Da haben wir auch schon Motoren drin, also passt's. Motor kommt da rein. Alles halt, nein, naja, komm, egal. So. Also, wir brauchen Eisen-Hartholz-Diele, Moment. Ach, die brauche ich im Inventar, ja, gut. Also, Hartholz-Diele. Ja, haben wir hier. Sind, machen wir mal 10 Stück. Genau, die brauche ich. Nehme ich mit. Dann brauche ich 5 Eisenholzdielen. Die haben wir, glaube ich, hier. Genau. Und 6-mal Carbonstahlbarren. Mhm. Ist jetzt hier. Genau. Also, dann können wir den Aufzug reparieren. Super. Dann brauchen wir noch ein Wasserrad und einen Motor. Ich weiß nicht, wie man das baut. Keine Ahnung. Hm. Wassertank. Ach, hier, schau mal. Oh Gott, Level 2. Mist. Da muss ich upgraden. Das ist ja doof. Das wird schwierig, ja. Ach, hier ist der Wassermotor. Wassermotor und Wasserrad. Also, Wassermotor kann ich bauen. Ein Wasserlager. Aha. Alte Teile hätte ich. Das habe ich nicht. Da brauche ich Zinnlegierung. Habe ich auch nicht. Ich brauche einen einfachen Ofen. Bleierz. Okay, Zinnlegierung 8-mal. Stahlplatten 4. Okay, also 4 Stahlplatten kann ich herstellen und Zinnlegierung 8. Wofür das Gute ist, keine Ahnung. Wassermotor. 4 Stahlplatten und 8 Zinnlegierung. Okay, also Stahlplatten machen wir hier. Okay, dann machen wir hier
So, mal auftanken und dann machen wir hier 10 Legierung. Machen wir 12 Stück. Ich weiß, so viel brauchen wir gar nicht, aber ist egal. So, was wir hier brauchen sind Carbonstahlbarren. Da habe ich gerade die Menge Zeug verdübelt. Okay. Da ist Benzin aufgebraucht. Das ist... Oh. Haben wir kein Holz mehr? Sieht so aus. Wie konnte das denn passieren? Verstehe ich gar nicht. Naja. Gut, ich habe so viel Holz gebraucht die letzte Zeit, ne? So, ja, ja. Kampfkunstturnier ist zu Ende. Hallo, das war doch schon lang zu Ende. Ich weiß gar nicht, was der Blödsinn jetzt soll. Der war doch schon 100 Jahre zu Ende, das Kampfkunstturnier. Die haben jetzt nicht nur die 5 Stunden lang applaudiert, wem auch immer da hinten, oder? Das sieht fast so aus. Sehr lustig. Naja. Holz, wir brauchen Holz. Halt, da ist her. Dann reparieren wir morgen den Aufzug. Das wäre der Plan. Da, weg mit dem Gemüse hier. Okay, das sollte, glaube ich, erstmal für das genug Holz sein, oder? Den nehmen wir noch mit, jawohl. Hüpf. So, komm, jetzt ist doch Holz da. Jawohl, jetzt ist Holz da. Ja, aber viel ist nicht mehr, gell? 53 Holz haben wir noch, das ist echt wenig. Rein damit und... Mittlerweile haben wir euch wieder ganz gut. Ach komm, wir machen die 10, was soll's. Hau rein, ist doch egal. Was man hat, hat man. Auftanken. Kupfer ist aus. Ups. Kupfer ist aus. Oder? Wieso kann ich dann nur 4 fertigen? Verstehe ich nicht. Ach. Das ist noch am Machen, deswegen. Ja, ich kann hier nur auffüllen. Natürlich, klar. Da waren noch welche am Start. Mein Fehler. Gut, wir brauchen Marmordielen. Ja, wir machen einfach mal welche. Wieso nicht, gell? Wir lassen sie arbeiten. So, da brauchen wir Bronzerohre mit Sicherheit. Schmeiß mal wieder an. So, da läuft auch. Ja, alles läuft. So ist recht. Alles läuft. So, du kommst dahin. Mein Gott, jede. Oh, jetzt muss ich wieder alles. Ich habe keine Lust, das jetzt wieder alles rauszusuchen. Oh, Mist. Ich darf jetzt nicht alles sortieren machen, sonst habe ich ein Problem. Wenn ich da jetzt alles sortieren mache, ist wieder alles durcheinander. Hm, nee. Das lasse ich mal. Schleppe ich das Klump halt noch eine Runde mit mir rum, oder? Wobei, nee, Holz kann. Komm, Holz kann ich. Holz kann ich loswerden. Und hier bei das andere Zeug oder das, Moment, Krimskrams, da ist noch hier, da werde ich das los, genau. Und das Harz kommt, glaube ich, auch in die Holzkiste, ja. Und das ist die Garten und Essen, genau hier, zack. Und das Vogelnest, keine Ahnung. Der Honig kommt da nicht rein, der kommt bei Leckerspeisen dran rein. Glaube ich mal, ja, da kommt er rein. So, okay, dann schauen wir das Vogelnest noch schnell an. Oh, schau an. Dreimal Eier, einmal Feder. Da kommt der Kokon rein und das Gummifruchtzeug. So, da kommen die Eier rein. Und die Feder kommt bei bestimmt Tiere-Kloppen oder so. Jawohl, siehste. Aber ist doch nicht so vergesslich, wie er immer tut. Na schön. So, dann war's das für heute. Genau, so sieht's aus. Halt, nee, wir haben noch Post. Boah, was ist denn jetzt los? Glückwunsch, du hast das dumme Turnier gewonnen. Es ist unglaublich, dass dir in Portia niemand das Wasser reichen kann. Hier sind die Preise. Jawohl. Kampf 40 Abzeichen. Cool. Erste Hilfe, Dingens, Kugelfisch, Kopf, Gedöns, scheint Kugelfisch, Eintopf. Achso. Schatz des Meeres. Ah ja. Ja, danke. Tschüss. So, was haben wir da? Glückwunsch, du hast den richtigen Sieg des Halbfinals getippt. Ja, mein, ich war so blöd. Naja, ich habe vergessen, auf den Finalsieger zu setzen. Ich bin so doof, aber echt. Stellt Hühnchenrisotto, wow. Okay.
Erste-Hilfe-Medizin. 300, boah. Stellt 300 Gesundheit wieder her. Das Ding ist ja heftig. Krass. Aha. Gut zum Kämpfen. Schatz des Meeres. Angriff dauerhaft. Plus 1. Das ist ja ein Permanent-Buff, ne? Angriff plus 1. Naja, gut, wenn man das, ja. Ob jetzt so oder so, ist, glaube ich, zu vernachlässigen, aber. Ja, der Wille zählt, ne? Der Wille zählt, hätte ich auch gesagt. Passt schon. Alles gut. Vielen Dank. Ne, man will ja nicht undankbar sein oder so. Ist man aber. So, dann stellen wir doch hier unseren Krachmacher auf. Einfach so, wie wir es können. So, und? Achso, den kann ich bloß nehmen. Den kann ich sonst nicht benutzen. Na gut. Was soll's? Liebe Freunde, das war es schon wieder mit My Time at Portia. Tja, so schnell geht's. Komm, stellen wir da hin. Ich kann dann echt nur nehmen. Ich kann sonst nichts damit machen. Tja. Na gut, was soll's. Also, Freunde, das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei My Time at Portia. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Und Servus.